Heute geht es um die Frage, wann Europa, die westliche Zivilisation, den Sprung auf den allerersten Platz der Kulturerteile geschafft hatte und warum diese Entwicklung in Europa durch die demografische Entwicklung des 20. Jahrhunderts hinweggespült worden ist. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zu der Reihe Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und beim letzten Mal hatten wir bereits gesehen, dass Europa im Jahre 2000 vor Christus eine Gartenbaugesellschaft war. Eine Gartenbaugesellschaft, die schon seit 3000 Jahren zwar existierte, die aber doch eben halt nur ein Anhängsel war jener Kette von Hochkulturen, die sich um das Jahr 2000 vor Christus bereits gebildet hatten. Zuerst in Mesopotamien, dann in Ägypten, dann die Induskultur im heutigen Pakistan und etwa zur Zeit 2000 vor Christus eben im alten China am Huanghe die chinesische Gesellschaft. Also ist Europa nicht gerade der Innovator der Agrargesellschaft gewesen, das kann man so nicht sagen. Apropos Agrargesellschaft, um 300 nach Christus hat Europa also etwa den Anschluss gefunden an diese Kette über das Römische Reich. Das Römische Reich wirkte eben halt auch nach Nordwesteuropa hinein. Britannien, Gallien, Germanien waren ja bekanntermaßen römische Provinzen gewesen. Und die hatten also um 300 vor Christus auch eben halt in Europa, Nordwesteuropa, dem Land der späteren industriellen Revolution, für einen gewissen Aufschwung gesorgt, der dann natürlich auch wieder zusammenbrach, als sich mal Völkerwanderungszeit, Hunnen und so weiter dann eingesetzt hatten und das Römische Reich zerfiel. Europa berappelt sich wieder im Mittelalter, 800.000 nach Christus, haben wir dann eben halt entsprechend dort diese Stabilisierung Europas wieder. Und um 1200 herum hat Europa dann endgültig seine Blütezeit des europäischen Mittelalters in der europäischen Agrargesellschaft erlebt. Stand aber technologisch doch eben halt eher an zweiter, dritter, vierter Stelle hinter China auf jeden Fall und wohl auch hinter Indien und dem Orient auch, sodass also hier Europa insgesamt zwar den Anschluss wieder gefunden hatte, aber keineswegs auf dem Spitzenplatz stand und auch von der Einwohnerzahl her zwar eher eine beachtliche, doch auch oftmals eher dünn besiedelte, vergleichsweise dünn besiedelte Hochkultur war. Ja, das Ganze drohte wieder zusammenzubrechen im 14. Jahrhundert durch die Mongolen, die per Glück und Zufall Europa dann verschont hielten. Und vor allen Dingen auch durch die Pest, die in der Mitte des 14. Jahrhunderts dann Europa ein Drittel der Bevölkerung gekostet hatte, sodass man sich schon fragen musste, ob Europa generell oder auch andere Kulturteile nicht mittlerweile ein Level erreicht hatten, der eigentlich nicht mehr steigerbar war. Weil eben je erfolgreicher man wurde, desto mehr Krankheiten traten auf, desto mehr Neider traten auf und so weiter. Sodass also diese Gefahr einer ewigen Stagnation durchaus im Raum stand. Ja, und hier um 1500 herum sehen wir, 150 Jahre später, das war nicht eingetreten. Nicht eingetreten. Das Hauptwort, das wir jetzt hier verwenden müssen und verwenden dürfen, ist Stabilisierung und Wachstum. Die Hochkulturen von China bis in Europa hatten diese Schwächephase der Pestzeit überwunden. Und wir haben also eine allgemeine Erholung in China zum Beispiel auch, in der Ming-Dynastie, die also wieder an das klassische China auch kulturell anknüpft, durch den Konfuzianismus beispielsweise. Die Europäer besinnen sich jetzt wieder mehr auf das römisch-griechische Reich, auf diese Kultur zumindest. Die Renaissancezeit gräbt also lange verschollen, geglaubtes Wissen wieder aus. Und führt also hier zu einer wissenschaftlich-technologischen Blütephase, wo schon in dieser Zeit herum im 16. Jahrhundert dann langsam auch der Wissensstand der römischen, griechischen Welt wieder übertrumpft wird. Das Ganze gipfelt natürlich in diesen Entdeckungsreisen, die das geografische Wissen am Ende des 15. Jahrhunderts bereits auf ein Level gebracht haben mit der Entdeckung Amerikas, mit der Entdeckung des östlichen Seeweges nach Indien durch Da Gama, das den Römern eben halt völlig fremd geblieben war. Und insofern sind wir also hier auf einem ganz massiven technologischen Anstieg jetzt, steuern wir hier zu. 1600 haben wir aber eine fragwürdige Entwicklung drin, fragwürdig, weil die Europäer darin massiv verwickelt waren. Die Entdeckungsfahrten, so positiv sie auch gewesen waren für das geografische Wissen, haben natürlich für einige alte Völker unsägliches Leid gebracht. Noch nie in der Weltgeschichte
und auch nicht danach, ist eine Kultur, eine Agrargesellschaft dermaßen unter die Räder gekommen, wie es jetzt die altamerikanischen Reiche der Inkas, Mayas und Azteken tun, die von den Spaniern erobert werden und in spanischen Grausamkeiten leiden. Vor allen Dingen aber auch unter den von den Spaniern unwissentlich mitgebrachten Krankheiten. Also hier haben wir eine wirkliche Dezimierung der Bevölkerung drin. Also ein prozentualer Rückgang sondergleichen. Die genauen Zahlen sind nicht geklärt. Erst in den folgenden Jahrzehnten, oder in Jahrzehnten etwas davor schon, wird dieser Rückgang langsam erst ausgeglichen werden durch neue Menschen in Altamerika, durch freiwillige europäische Migranten, die also hier zumindest trotz Ausreiseverbot aus Spanien dann doch eben mal den Fuß in der neuen Welt fassen. Vor allen Dingen aber auch durch unfreiwillige Migranten aus Afrika, südlich der Sahara, das hört sich ein bisschen euphemistisch an, also diese schreckliche Versklavungswelle, den schrecklichen europäischen Sklavenhandel, die also Millionen Afrikaner ihre Heimat entriss und sie eben halt nach Lateinamerika deportierte. Und trotz dieses Bevölkerungsrückganges, den wir hier haben, in Altamerika, haben wir global ein Wachstum, drin ein erhebliches Wachstum in der damaligen Zeit. Die 500 Milliarden wird zum ersten Mal überschritten. Dass also hier schon, eben halt auch hier in Indien, China, Europa generell die Bevölkerung wieder wächst. Gut, wir gehen mal wieder voran, 100 Jahre in die Zukunft, wir sind das Jahr 1700 nach Christus, und wir sehen, dass hier das Bevölkerungswachstum global weiter anhält, allerdings jetzt etwas gebremster läuft. Das hat mehrere Gründe, das hat also zum Beispiel auch da den Grund darin, dass Europa eine kirische Phase der Religionskriege durchlebt. In Deutschland geht beispielsweise die Bevölkerung um ein Drittel nochmal zurück, also ähnlich wie bei der Pest, ein Drittel Bevölkerungsverlust durch den 30-jährigen Krieg. Auch andere Teile Europas wachsen nicht mehr ganz so schnell prozentual, weil die landwirtschaftliche Produktion ein bisschen gedämpft wird durch kühlere Temperaturen. Wir haben also hier die Phase der sogenannten kleinen Eiszeit, wo die Bevölkerungszahl durch die niedrigen Temperaturen also dann gedeckelt worden war. Wir rechnen mit einem Bevölkerungsrückgang von etwa 1,5-2 Grad, die also hier die Erträge dann auch entsprechend reduziert hat. Und deswegen, wie gesagt, das etwas gebremstere Wachstum hier bis 1700 herum. Ja, ansonsten, wie gesagt, grundsätzlich also eine scheinbare Stabilisierung langsam, aber keine Angst, es geht hier um 1800 herum zu einem ganz wichtigen Anstieg hinein. Also 1800 vor Christus ist hier vielleicht die wichtigste Karte von allen, die ich bisher gezeigt habe und überhaupt zeigen werde. Hier hat sich Enormes getan, haben sich also ganz erhebliche Fortschritte eingestellt, die wir unbedingt hier besprechen müssen. Wir haben zum einen Veränderung auf diesem Planeten durch Migrationsströme. Wir haben massive Auswanderung von Europäern nach Angloamerika hinein, auch nach Lateinamerika, auch wandern Europäer aus nach Südafrika, in südliche Afrika hinein, nach Australien, Ozeanien hinein. Kolonialismus ist immer ein ganz wichtiges Schlagwort. Der ganze Planet gerät sehr massiv unter europäischen Einfluss. Die Länder, die nicht von Europäern besiedelt werden, werden oftmals von ihnen beherrscht. Auch Chinesen wandern übrigens damals aus nach Südostasien hinein, in das Gebiet des heutigen Malaysias und auch Singapur. Und wenn wir jetzt also uns hier die Weltbevölkerungszahl insgesamt anschauen, fällt auf, dass wir also hier gegenüber der letzten Karte nochmal 50% Bevölkerungswachstum haben innerhalb von 50 Jahren. Pardon, innerhalb von 100 Jahren. Aber eben halt ein enormer Schub hat eingesetzt. Und wir haben fast schon 1 Milliarde Menschen erreicht, die wir dann ungefähr 1820 dann erreicht haben werden. Das heißt, das Bevölkerungswachstum hält nicht nur an, es beschleunigt sich jetzt eben halt in jene Phase hinein, die dann das ganze 19. und 20. Jahrhundert anhalten wird und sich auch prozentual nochmal verstärken wird. Wir haben also riesige Umwälzungen auf diesem Planeten. Achten Sie mal auf den riesigen prozentualen Zuwachs in Angloamerika, wie hier die Bevölkerung hochgegangen war. Gigantische Siedlermassen strömen also in die USA hinein, die sich da eben halt schon selbstständig erklärt hatten, 1800 herum. Und wir haben auch in anderen Kulturteilen eine regelrechte Bevölkerungsexplosion. In Indien, in China, auch diese Bevölkerungsexplosionen sind Nutznießer der Entdeckungsfahrten. China zum Beispiel baut im großen Stil die Kartoffel an, also eine Pflanze, die Europäer ja aus Amerika mitgebracht hatten. Und
da haben wir immer diese Ursache immer darin für diesen gigantischen Schub, den wir hier sehen, dass also hier die Bevölkerungskapazität in China generell zugenommen hat. Und allein das, was wir bisher gesehen haben, reicht bereits aus, diese Karte um 1800 als ganz wichtige Karte zu charakterisieren. Aber natürlich müssen wir auf eine Entwicklung vor allen Dingen zu sprechen kommen, die an der Karte nur kleinflächig zu erkennen ist, aber durch die orangene Farbe sehr stark hervortritt. Das ist die industrielle Revolution in England, die jetzt schon einige Jahre eingesetzt hatte. Schon seit einem Vierteljahrhundert haben wir das Patent über die Dampfmaschine, das James Watt erworben hatte. Und andere Erfinder hatten ja bekanntermaßen andere Innovationen in die Wege geleitet. Also hier eine ganz enorme Wandlung in England, Großbritannien. Und das ist eben halt hier auch natürlich begleitet von einem Anstieg der Bevölkerungskapazität, weil eben halt diese Zunahme der mechanischen Energie begleitet wird einem riesigen Anstieg der Produktivität im sekundären Sektor, der dadurch möglich wurde, dass auch im ersten Sektor der Landwirtschaft erhebliche Ertragssteigerungen möglich geworden waren. Also das ist, wie gesagt, also hier von zentraler Bedeutung. Und diese industrielle Revolution in Großbritannien wird dann in folgenden Jahrzehnten den gesamten Planeten erfassen und dann eben mal zur gigantischsten Bevölkerungswelle aller Zeiten beitragen, sodass wir heute 7,8 Milliarden Menschen haben. Da sehen Sie schon auf der nächsten Karte, 1850 herum, wie die industrielle Revolution wenige Jahrzehnte später ausgestrahlt hat, nach Nordwesteuropa hinein und nach Angloamerika auf die USA heute sich übertragen hatte. Zumindest auf den Norden der USA, auf den Süden bekanntermaßen weniger, da kam dann zum Bürgerkrieg auch deswegen darum. Die USA vervierfachen in diesen 50 Jahren ihre Bevölkerungszahl, mal als ein Beispiel. Auch in anderen Regionen, wie gesagt, wächst eben halt nach und nach die Bevölkerung ganz erheblich an. Auswanderung nach Lateinamerika, Australien und eben halt auf allen Planeten riesige Schübe der Bevölkerung, die eben halt hier den Planeten in seiner Menschenzahl massiv erhöhen. Ja, und um 1900 herum, wie gesagt, sind wir jetzt mit einem nochmal größeren Wachstum konfrontiert. Verschiedene Kulturteile wurden jetzt von der industriellen Revolution ergriffen. Russland zum Beispiel. Russland lebt mit seiner Industrialisierung ein gigantisches Bevölkerungswachstum. Man hat also in den westeuropäischen Staaten Angst vor der russischen Walze, also von der russischen Militärmacht mit der Überzahl an Soldaten, was sich ja dann nicht im Ersten, aber dann später im Zweiten Weltkrieg dann tatsächlich auch so erweisen sollte. Japan, ebenfalls hier 1900 eine Industriegesellschaft geworden, die dann auch übrigens mit Russland ein europäisches Land oder ein halbeuropäisches Land dann besiegen wird. Auch da eben halt ein massiver Fortschritt in Japan drinne. In den USA die industrielle Revolution, Industrialisierung flächendeckend drinne, nochmals verdreifacht in Bevölkerungszahl. Aus Südamerika, Lateinamerika, nochmal verdoppelt. In Australien haben wir entsprechend auch hier jetzt eine massive Durchdringung durch europäische Siedler. Südostasien hat sich verdoppelt und Schwarzafrika, wie gesagt, auch hier haben wir diesen Anstieg jetzt drin. Hier wird diese Keimzelle gelegt, jetzt in den afrikanischen Ländern Südsahara, die also bis heute anhält. Wo die gigantische Bevölkerungswelle aller Zeiten, die schwarzafrikanische, also hier ihren Anfang nimmt, trotz und aber auch wegen des europäischen Kolonialismus ist. Also damals um 1900 sind ja fast alle Staaten entweder von Europäern besiedelt worden, wie in Amerika, oder von Europäern beherrscht worden, wie in Afrika, in Indien oder Südostasien. Und auch China wurde ja aufgeteilt in europäische Interessenssphären der einzelnen Mächte, wenn auch eben halt nur informell. Und das ist natürlich auch von der Demografie her der Höhepunkt der europäischen Entwicklung gewesen. Gut, 1950 sehen wir dann 2,5 Milliarden Menschen. 2,5 Milliarden Menschen, gut, gab noch einen kleinen Bevölkerungsrückgang durch den Zweiten Weltkrieg, vor allem die Sowjetunion, Russland musste darunter ja bekanntermaßen stark leiden. Aber letztendlich eben halt hier dieses Bevölkerungswachstum, also nach wie vor enormst, allerenormst. Sie sehen die riesigen Anstiege in Amerika, in Indien, in China. Hier nochmal ein weiterer riesiger Schritt rein. Im Orient ebenso gar keine Frage. Europa hat ja hier schon seinen Bedeutungsverlust erlitten. Sicherlich auch durch die demografische Welle, vor allen Dingen aber eben halt auch durch die politischen Entscheidungen, die militärischen Entscheidungen in den beiden Weltkriegen, die diese unvermeidliche Entwicklung zu Ungunsten Europas, Kolonialreichen, natürlich nochmal vorgezogen und beschleunigt hatten. Aber es ist eben halt klar, aufgrund dieses Bevölkerungsanstieges im Rest der Welt kann Europa niemals unmöglicherweise die Stellung innehaben, die es um 1900 inne gehabt hatte.
Ganz im Gegenteil, in den folgenden Jahrzehnten kommt es zu einer Einwanderung in die europäischen Staaten, also aus dem südasiatischen Bereich nach Großbritannien hinein, aus dem Orient herein, nach Frankreich hinein. Später werden auch Türken nach Deutschland angeworben und verschiedene weitere Wanderungsströme mehr, sodass also auch Europa von seiner Ethnizität dann pluralistischer, vielfältiger wird und auch inhomogener wird. Mit Vorteilen wie Nachteilen, bekanntermaßen, gleichermaßen. Ja, nochmal 50 Jahre weiter, sind wir jetzt im Jahr 2000 und hier sind wir bei 6,1 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Also es ist eine unvorstellbare Zahl. Eben bei 2,5 Milliarden Menschen, jetzt haben wir 6,1 Milliarden Menschen. Also weit mehr als Verdoppelung der Weltbevölkerung in 50 Jahren. Eine unglaubliche Zahl. Also man weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Die riesigen Schübe, vor allem natürlich in Ländern, die damals als dritte Welt bezeichnet wurden. In Indien verdreifacht sich die Bevölkerungszahl. Ein unglaubliches Wachstum. In Südostasien eine Verdreifachung der Bevölkerungszahl gegenüber 1950. Auch China hat sich mehr als verdoppelt. Wobei hier das Bevölkerungswachstum seit 1970 herum, in den 70er Jahren, langsam rückläufig wird. Das Ganze gilt für auch Lateinamerika. Auch hier eine Verdoppelung, die jetzt in den letzten 20 Jahren schon etwas weniger geworden war. Also hier zeichnet sich dann langsam, ist eben auf der Karte nur bedingt, aber doch eben halt ein langsames Ausbremsen der Bevölkerungsexplosion ab. Begleitet war dieses gigantische Bevölkerungswachstum von riesigen Hungerskatastrophen natürlich auch in Afrika, in Indien, in China, in Südostasien auch teilweise. In Afrika, Südsahara, versechsfacht sich die Bevölkerung in den letzten 100 Jahren. Also hier ist die Bevölkerung auf einem ganz riesigen Zuwachs hinsteuernd. Das ist also in Worten kaum noch zu fassen. Das sehen wir auch in der nächsten Grafik gleich, 2019, was sich da getan hat. Ebenso der Orient, auch hier ein erhebliches Wachstum. Wir gehen also jetzt mal 2019 hinein nach Afrika zunächst einmal. Hier haben wir über 1 Milliarde Menschen in Afrika, südliche Sahara. Also nochmal fast verdoppelt in den letzten 19 Jahren. Hat man dafür noch Worte? Generell hat also hier die Industriegesellschaft mittlerweile fast alle Länder des Planeten ergriffen. Lediglich Schwarzafrika ist kaum industrialisiert. Die Bevölkerungsexplosion im Nahen Osten ist weiterhin relativ stark, vor allen Dingen aber natürlich in Afrika generell, und Europa stagniert. Sodass also hier insgesamt in den letzten Jahrzehnten seit 1900 also einen bedeutenden relativen Abfall Europas verzeichnen müssen, sodass insgesamt also hier die Bevölkerung rückläufig ist. Ja, und das soll es eben halt für heute auch gewesen sein, dass eben halt dieser Weg in die Gegenwart hinein. Europa hat also hier seinen Höhepunkt im Jahr 1900 gehabt. Europa hat mit der industriellen Revolution den Keim gelegt für die generelle Erholung, den generellen Anstieg der Weltbevölkerung auf 7 Milliarden Menschen, 7,7 Milliarden Menschen, mit einem gigantischen Anstieg des materiellen Wohlstandes, mit dann später auch einem erheblichen Anstieg der Lebenserwartung auf ungeahnte Höhen. Das alles, wie gesagt, ist eine ganz positive Entwicklung gewesen. Und deswegen leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.